Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Es wird Zeit, dass wir uns jetzt mal um Elaine kümmern, denn die wartet da drin. Ich sag euch, diese paar Minuten Wartezeit, Minuten, haben sich schlimm angefühlt. Elaine wartet da drin auf mich und ich gammel hier vor diesem Tor rum. Was ist denn das für ein Tor? Wenn sie sich da drin vergrochen hat, finden wir sie. Jetzt muss ich nochmal mir das Schreien von Elaine anhören. Oh Gott. Als ich die Demo das erste Mal gespielt habe, muss ich wirklich sagen, das haben wir ja letztes Mal schon gesehen, als ich die Demo das letzte Mal gespielt habe, muss ich wirklich sagen, das war brutal. Also man hat immer schon mal Leute gefoltert und umgebracht, aber ich hatte schon richtig schlechtes Gewissen, als ich Asmos foltern musste. Du kannst nicht entkommen, du gehörst uns, Miststück, wir werden dich auseinandernehmen. Nur noch wenige Minuten, dann reißen wir dich in Stücke. Jedes Mal wird dein Verstand noch mehr zusammenbrechen. Oh, Elaine, ich komme schon, ich komme schon. Warte, warte, ich bin unterwegs. Verflucht nochmal, war das Elaine? Niemand außer mir darf sie leiden lassen. Niemand, sie gehört mir, dieses Dreckstück. Bevor die Elras sie vernichten. Los geht's. Los geht's. Wo ist sie? Eine Sackgasse, lasst uns weiter. Ja, wir plündern aber. Zweimal direkt. Okay, wir haben 25 Minuten. Los geht's. Loot, 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 klick, 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 klick. Ich kann aber trotzdem nicht aufhören, noch Loot zu suchen. Wer auch immer ihr das antut, der wird. Oh Gott, wo kam der denn her? Okay, wir müssen uns beeilen. Oh Gott, der Timer läuft weiter. Physische Angriffe nutzen selbst viele Zauber. Kann Magiefokus. Verstärkt gleichzeitig Resistenzen erhöht. Vampirkrieger, beschworene Kreaturen. Sondern nur mit Spottangriffe auf sich zu ziehen. Magie statt nicht ein starke. Zombie, erhöhte Angriffs. Gegner, nur Ziel ausgewählt. Nichts Sinnvolles nutze Schutz, um dann Rachepunkte. Relativ schnell Racheleiste vollgebracht. Primärattribut verbessern. Okay, das bringt mir jetzt alles nicht besonders viel. Okay, einfach reinbomben, Leute. Und zwar schnell. Meine Zeit läuft mir ab. Gott sei Dank ist der Magier noch da. Ja, verspotten, damit könntest du das ein bisschen auf dich ziehen. Mach das mal. Gott, wir müssen uns beeilen. Ja, viel Schaden macht es aber nicht. Ja, Eis geht. Mein Gott, 1800. Oh je, oh je, oh je. Okay, können wir mal bitte irgendjemanden hier töten? Gift sollte ich vielleicht auch mal probieren. Polarisation war auch nicht besonders stark. Ja, die wird schon noch eine Runde überleben, glaube ich. Was ist denn mit negativen Statusveränderungen? Vielleicht klappen die. Er ist immun gegen alles. Oh Gott. Oh Gott, der muss doch mal sterben. Wobei, der ist schon, okay. Der ist zumindest schon, der sollte. Gott, der stirbt ja gleich. Der sollte zumindest an dem Brand wahrscheinlich sterben. Der ist auch noch eine Runde gestunt. Okay, Angriffe bringen mir wohl nichts. Moment, ich sehe die Zeitleiste da oben. Okay, da ist sie. Gott, 22. Ich muss unbedingt diesen Gegnern ausweichen. Schwarzes Loch kann ich noch nicht hernehmen. Nimm mal blendendes Licht, vielleicht macht das mehr Schaden. Wirbelwind, ich habe keine. Das wird wahrscheinlich auch nicht klappen. Ja, komm, probier's trotzdem mal. Versuch was wert. Ja, das ist jetzt dumm gelaufen. Aber das war sowieso nur die Kriegerin, die kann sowieso nichts machen. Ich meine, sie kann natürlich ein bisschen den Schaden von uns abwehren. Ich muss diesen Gegnern unbedingt ausweichen. Ich muss diesen Gegnern unbedingt ausweichen. Aber es ist aber eine normale Seele dabei. Der Werwolf bringt mir hier aber nicht viel. Da ist der Zombie ein bisschen besser wahrscheinlich. Der Werwolf bringt mir hier nichts.
Okay, schnell, 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 schnell. Gott, ich hasse Zeitlimits. Jede Menge Klettern ist uns nichts. Offenbar liebt es hier jemand zu foltern. Okay, dass ich überall speichern kann, sollte ich ausnutzen. Ich muss diesen Gegnern hier ausweichen. Gegen die zu kämpfen, ist eine schlechte Idee. Speichern wir mal zwischen. Speichern. Speichern. Moment, da unten war noch irgendwo ein... Was zum Teufel sind das denn für Bücherregale? Da hat vermutlich auch Elaine in seiner Gewalt. Diese Maden werde ich zerquetschen. Es tut mir leid, Elaine, dass ich dich warten lasse. Oh Gott, da ist ein Gegner. Ich kann nicht... Oh Gott. Verdammt nochmal, wo ist sie nur? Wir beeilen uns ja schon. Opferplattform, sie ist jedenfalls nicht hier. Eisrune. Fünfmal Blutelixier. Wenn man sie frei macht, die Musik nochmal einen Ticken leise. Okay. Selbst wenn ich eine Minute brauche, um die hier unten, hier unten so ein bisschen mit den Reise nach Jerusalem zu spielen, spare ich mir trotzdem immer noch Zeit, wenn ich sie einfach nicht bekämpfe. Ich kann mich... Wir sind auf dem Richt, ihre Schreie kommt. Ui! Nein, der hat einen Begleiter von mir erwischt. Okay, ja gut, das kann ich jetzt nicht ändern. Alle Gegner... Ja, was macht denn die Kriegerin, außer hübsch aussehen? Sich verteidigen. Und der Zombie... Konter, auch wenn es nichts bringt. Ja, wehrt ihr mal ab. Moment, was? Ich hab doch gesagt, du sollst abwehren. Naja, 800 Schaden ist dafür, dass das Schattenkreaturen anscheinend sind. Ist 800 Schaden gar nicht mal so viel. Hundert Schaden. Ich sollte den Magier heilen. Ich sollte ihn heilen, aber ich tue es nicht. Okay, der brennt schon mal. Dun, 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 dun. Warte, mach mal verspotten. Dun, 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 dun. Ich sollte auch, wieso wechsle ich nicht in die Magiehaltung? Das ist Tutorial, sagt's mir sogar noch und ich mach's halt nicht. So, jetzt wird in der nächsten Runde werden Leute sterben, wenn ich mich jetzt nicht... Magiefokus? Ja, jetzt müsst ihr Schaden machen, Leute. Magiefokus... Polarisation, los geht's. Verteidigen. Ich meine, sie könnte theoretisch mal heilen. Plus 500 HP, wobei ihr sterbt sowieso beide. Die Kriegerin könnte jetzt einen Schlag vielleicht überleben. Schauen wir mal. Ey, jeder Kampf hier dauert 3 oder 4 Minuten. Das ist keine gute Idee hier. Was? Jetzt heile ich sie extra noch und er überlebt's nicht. Er hat dumm gelaufen. Schwarzes Loch halbiert die Lebenspunkte. Ja, das bringt mir jetzt nichts mehr. Ich muss diesen Gegnern immer noch ausweichen. Keine Zeit zum Lesen. Ja, ich hatte vergessen, dass die... Gott, ich dachte, was passiert denn jetzt? Na, hast du so viel Spaß wie wir? Ich spucke auf euch. Fühlt sich gut an, was? Sagt mir, wo das Buch und die Bruchstücke sind. Dreckige Elras. Ihr werdet die Bruchstücke nie bekommen. Erwarte nicht, dass wir die Gnade der Starre dir geben. Wir werden dich so schnell wieder flicken, wie wir dich zerreißen. Sei brav und gib mir deinen Arm. Oh, ich erinnere mich.
Boah. Könnten wir uns dann bitte mal beeilen? Noch ein Gefängnisgebieter. Was zum Teufel ist das hier? Magisch vergiftet. Wir könnten das Blut auch gut trinken. Noch einigermaßen trinkbar. 500. Mein Gott, Gott sei Dank. Oh Gott. Okay. Können wir den bitte jetzt mal ausweichen? Oh, ich muss aufpassen. Meine Begleiter sind ja... Meine Begleiter können ja auch getroffen werden. Der kriegt mich. Aber wenn er mich nicht kriegt, würde ich so viel Zeit sparen. Ich meine, es kostet mich jetzt zwar eine Minute. Oh, da unten, der ist ja respawned. Ich komme ja schon, Elaine. Geheimgänge? Geheimgänge? Okay, nochmal zwischenspeichern. Okay, da oben ist sie schon. Viertelstunde habe ich noch. Na, ist das nicht herrlich? Dein ganzes Blut entfließt. Keine Ruhe in der Starre. Schau her, was unsere Magie noch kann. Schon ist dein Arm wieder dran. Sollen wir dir erneut deinen Arm abreißen? Nein! Hast du das gehört, geliebter Il? Ja. Jetzt kommt Askas doch noch. Es ist so eine Hassliebe, glaube ich. Jetzt kommt Askas Hassliebe doch noch durch. Ich glaube, wenn er sieht, wie wer anders sie foltert. Weiß nicht, wie gut er sich mit Selene versteht. Ah, da drin sind aber zwei. Ich muss den da. Ja, okay, das war klar. Da drin. Ah, ich habe vergessen, den Krieger zu halten. Egal. Da drin sind aber zwei Truhen, die will ich haben. Ja, und du, keine Ahnung. Haben wir eigentlich Items, die irgendwie Schaden machen? Verhext Verwirrung bei allen? Nee, habe ich nicht. Außen 300, naja, das geht ja. Ach, guck an! Verteidigen reduziert auch den erlittenen Magieschaden. Schau an. Ich hätte gedacht, es ist vielleicht nur gegen physische Angriffe. Los, verrecke! Ich habe nur noch 14 Minuten. Okay, der stirbt auf jeden Fall an. Ja. Komm, damit ich dieses schwarze Loch wenigstens einmal benutzt habe. Ja, 1900, gar nicht übel. Das könnte in dem Kampf, der jetzt gleich kommt, vielleicht auch nützlich werden. Oh, drei Heilelixiere. Zwei große, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Bitte hör auf zu schreien, Elaine, ich kümmere mich ja schon drum. Sieh die Freude an der Sache, meine Liebe. Soll das jetzt ein Bein sein? Bitte nicht rede oder leide. Nach Elras, das ist unmöglich. Ja, ich habe sie eigenhändig ausgelöscht, oder auch nicht. Dass noch weitere überlebt haben. Nein, der steht ja direkt vor der... Ich muss gucken, ob ich den nicht umgehen kann. Waren wir hier drüben schon? Moment. Moment, der hat mir einen Geheimgang gezeigt. Was, das Buch? Moment mal, der hat mir einen Geheimgang... Oh Gott, ich habe nur noch 12 Minuten. Das könnte jetzt allerdings ein bisschen blöd werden. Oh oh. Los, Leute, macht Schaden. Egal, die heilen sich. Okay, kein Problem. Sehr schön.
Nein, nicht angreifen. Warte mal, irgendwer konnte sich nicht bewegen. Ah, der ist eingeeist, mein Magier. Ja, vielleicht kriegt's aber der, vielleicht kriegt's der, er hat 90 Rachepunkte, der Zombie. Vielleicht kriegt das noch hin vor dem Kampf gegen die Elras auf 100 zu kommen. Mein Gott, tötet die Leute! Ach nein, die sind ja immun gegen Magie. Nicht mal Askas Zauber schlägt da durch. So, los jetzt, los. Zweimal Blutelixiere. Nimm das Buch noch mit! Oh Gott, schnell. Statusrune, ja, sehr schön. Nichts wie weg. Oh Gott. Ich schaff's niemals, diesem Gegner auszuweichen. Moment mal, ich muss den Krieger mal wiederbeleben. Wo sind meine ganzen Trank der Ewigkeiten hier? Ja, komm her, ich kann's nicht ändern. Ich könnte mal auch Schattentornado probieren. Ich glaube aber nicht, dass das viel bringt. Ja, mach du mal verspotten. Jetzt los, Leute. Los. Ja, 10 Minuten noch. Je nachdem, wie viele Gegner da noch kommen. Ich meine, ich habe ja gesehen, ich bin schon einigermaßen nahe eigentlich dran. Und verteidigen. Sag's euch, ich bin bei Zeitlimits, die machen mich fertig. Die könnten mir jetzt hier unten auch 3 Stunden in dem Dungeon gegeben haben und ich würde trotzdem hier durch die Gegend hecheln. Wie als hätte ich nur noch 5 Sekunden zu leben. Nein, der muss doch mit 0,003452% HP überleben. Ja, komm, angreifen. Los. Ja, ich weiß. Okay, es wird vielleicht mal ein Vampirstein... Ja, Blutmangel, ich weiß. Es würde vielleicht ein Vampirstein mal nicht schaden, der die Blutpunkte der Gruppe wieder auffüllt. Ich weiß jetzt nicht, was mehr wert ist. Ein Vampirstein, ein großer, oder wenn ich jetzt 500 Bluttränke benutze, um die Gruppe hier hochzuziehen. Aber ich glaube mal, dass der Vampirstein hier vielleicht nötiger ist, weil wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Blutpunkte und ich bräuchte sehr viele Tränke, um das hochzuhalten. Sag uns, wo die Bruchstücke sind. Sie sind... sie haben uns gehört! Schnappen wir uns... Oh Gott, darf ich mich vorher noch heilen? Moment, da ist eine Truhe. Elaine gehört mir. Oh, Selene gefällt es nicht. 3-mal Vampirstein. Ja, das ist der Kampf. Der wird ziemlich schwierig. Okay, der Timer ist jetzt aber weg. Oh, da hätte ich ja gar nicht so hetzen müssen. Seht ihr kein Problem. Wer hatte denn bitte Sorge, dass der Timer zum Problem... Kann ich eigentlich wieder zurückgehen? Ah, ich hätte einfach reinlaufen können, hätte den Timer löschen können und dann hätte ich mich umgucken können. Ah, das weißt du halt erst im Nachhinein. Okay. Oh je, der Kampf war richtig hart, glaube ich. Ihr verfluchten Elras, lasst die Finger von ihr. Wo unsere Bruchstücke und unser Buch ist niemals, dafür werdet ihr bluten, leere Worte. Wir können nicht bluten, du nutzloser Vampir. Nutzlos nicht richtig. Droht nicht meinem Geliebten.
Du hast deinen Zweck für uns bereits erfüllt, Aske. Halt dein Maul, du Made. Unzählige von euch schon vernichtet. Ihr alle, Elaine gehört mir. Was ist, wenn wir die umbringen und die einen Schattengeist haben? Wobei, das können nur die mächtigsten der Elras. Ich weiß nicht, ob die dazugehören. Was? Aska, bitte. Genug geredet, jetzt werde ich euch auslöschen. Endgültig versuche es, Wurm. Oh oh. Okay, ich sehe eine Konterhaltung. Jeden einzelnen Knochen zu brechen. Wir werden herrschen über alles und jeden. Okay, ich sehe eine Konterhaltung. Okay, fangen wir mal an. Schattentornado wird bei denen nicht viel bringen. Derjenige mit der Konterhaltung kriegt mal die Magie rein. Abwehrhaltung, Konterhaltung. Moment mal, nimm mal die Konterhaltung. Und er hat erhöhte Verteidigung. Und weißt du was? Verteidige mal. Ah, immun gegen alles. Ich hab's befürchtet. Ach, der ist rasend. Okay, egal, das regle ich gleich mit dem großen Vampirstein. Ich glaube, der Kampf war... Mein Gott! Ich glaube, der Kampf war in der Demo, glaube ich, noch heftiger. Okay, wir brauchen den Vampirstein. Den nimmt mal der Zombie her. Wobei, ich hoffe, der kann Items hernehmen. Chaosschlag vielleicht gegen den Anführer. Kannst du Items hernehmen? Ja, kannst du. Großer Vampirstein. Keine in Starre gefallen. Alle BP und auch alle Zustände. Ja, vielleicht halt... Ja, komm, den nehmen wir her. Wie herrlich, sie schrie, als ihr den Arm abriss. Das Knochen. Das könnt ihr auch bald haben. Sie gehört mir. Und rennt in eure... Ihr werdet brennen. Ja, immun gegen alles. Okay, das bringt mir nicht viel. Ja, die haben kein Blut. Bitte nicht der Zombie, bitte nicht der Zombie. Nein, das ist genau derjenige. Oh, shit. Okay. Letztes Gefecht, verdoppelt seine Schläge von mir aus. Selene Schattentor, probier's mal. Probier's. Es wird nicht viel helfen, aber probier's mal. So, dann nimm du jetzt mal bitte endlich den Vampirstein her. Okay, ja, Schatten bringt nicht viel. Was? Ich mache hier überhaupt keinen Schaden. Okay, nochmal. So, jetzt, du kannst doppelt angreifen, weißt du was? Probier das mal. So, der Magier war immun gegen Magie. Klingensturm. Also geh mal auf den. Halbiert die Lebenspunkte der Gegner. Okay, wir wissen ja, wir greifen mal den Magier an. Wir versuchen den mal zuerst zu töten. Schmerz, Leid und Verzweiflung, kläglichen Dasein nur ahnen konntet. Ich habe solche Drogen schon so oft gehört. Lern unsere Macht kennen. Ich hätte die Haltung nochmal ändern sollen. 5000. Eine schnelle Runde und er ist fast tot. Jawoll. Ja, und schon sieht die Sache ganz anders aus. Okay, als nächstes kümmern wir uns mal um... Kümmern wir uns erst um den Anführer. Diese Konterhaltung
besorgt mich ein bisschen bei dem Krieger. Wobei, der ist fast tot. Egal, egal, die belebe ich nicht wieder. Ich bin zu geizig, den wiederzubeleben. Ich bin zu geizig. Tötet mal den Krieger, der hat's fast hinter sich. Okay, der sollte jetzt tot sein. Ja, okay, der ist resistent gegen Licht. Okay, das passt schon, das regeln wir. Okay, hast du noch Doppelangriffe? Nee, hast du nicht. Letztes Gefecht, damit heilst du dich schon mal selber, das ist nicht schlecht. Giftschwall, komm, wir probieren's mal. Weiß nicht, warum ich das immer wieder mache, Licht. Es bringt nichts. Oh, Gift hätte funktioniert. Ah, oh, Gift hätte funktioniert. Okay, Angriff. Moment, der Moment, du hast Klingensturm. Ja, komm, dann greif an. Wobei, du kannst auch verteidigen, dann überlebst du vielleicht noch eine Feuersäule. Aber oh, Aska, du Lusche! Okay. Angreifen. Flamme. Schutz. Eine Runde lebt er noch. Der hat Feuer drauf. Boah. Enge Kiste. Ein großer Vampirstein verbraucht, das ist noch in Ordnung. Das kann nicht sein. Wie? Har, har, wahrscheinlich kommt jetzt der Schattengeist. Was lachst du denn so, Dreckskerl? Ich bring's zu Ende, ihr Halsband. Ach stimmt, ja, sie ist an mich gebunden. Wenn ich sterbe, fällt sie in unendliche Schmerzen. Unfähig zu reden, pures Leid. Nur an Elras kann sie noch befreien. Gleich beginnt es, meine Kräfte schwinden. Das Halsband erinnert mich irgendwie an den Ring aus The Seed of Heretics, falls ihr das gespielt habt. Wenn du nun versuchst, mich zu retten, muss sie für immer in meiner Nähe bleiben. Wenn sie sich zu weit entfernt, Agonie. Ich glaube dir kein Wort. Mein Ende ist der Beginn ihren Orden. Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Har, har, har. Das Halsband verbrennt meine Hand. Wir bekommen es nicht ab. Es brennt sich nur noch tiefer und wir können absolut... Moment, da leuchtet irgendeine Rune, die hat bestimmt irgendwas zu sagen. Rede, du Wurm, warum sollte ich dir das sagen? Dummes Stück Dreck. Das magische Einrichtzauber irgendwas in der Art, du naives Ding. Ja, da ist die Antwort direkt nebendran. Los, was ist denn damit? Oh ja, das könnte euch helfen oder vielleicht auch nicht. Eine Zauberrune, eine, die ich noch nie gesehen habe. Kann sie uns mit dem Halsband... Tja, wer weiß. Meine Existenz ist bald vorbei. Euer Unwissen treibt euch gleich in den Wahn. Oder zerstört sie euch. Verdammt nochmal, kommt schon. Berührt sie. Natürlich tut das. Er will Elaine retten, natürlich tut das. Wir finden eine andere Lösung. Tick, tack. Meine Zeit und eure läuft ab. Ein letzter Augenblick. Ja, er tut's, natürlich tut er's. Selene, es ist einfach alles in Ordnung, Gebieter. Schnell, Zyle, der ist stark. Aska hält es schon aus. Es bin übrigens nicht ich. Lass sie fallen, irgendwas stimmt hier nicht. Nur weiter.
Ich habe mir gerade überlegt, warum hat es nicht einer von den Dienern genommen? Na, die werden wahrscheinlich sofort umgekippt. Was passiert denn mit mir? Ich fühle mich plötzlich auch so schade. Ah, das ist der Punkt, wo wir vielleicht auf Level 1 zurückgesetzt werden. Jetzt können wir dich vernichten. Vielleicht hatten sie das von Anfang an so geplant, dass sie den Kampf verlieren und Asgard die Rune benutzt, damit er seine Macht verliert und dass sie ihn dann töten können. Es wird besser, das haben die Elras vielleicht von Anfang an so geplant. Ich kann nicht mehr, alles wird taub. Das war, glaube ich, das Ende von der Demo oder so. Kann ich sehen, Meister, ihr seid wieder, du dummes Skelett. Hilf uns, ihn zu seinem Sarg zu bringen. Ich glaube nicht, dass der Sarg helfen wird. Du dort, wir müssen ihn zum Sarg bringen. Niemals! Dieses verdammte Schwein soll in der Hölle schmoren. Was? Was redest du denn da, du elender Wurm? Er hat sich mit ihr verbündet, elender Verräter, ihr dreckigen Hunde. Was fällt euch ein? Selene ist doch da. Du hast uns versklavt, Asgard, unseren Willen beherrscht. Das ist jetzt... Die beherrschten Vampire sind jetzt wahrscheinlich frei. Ihr niederen Würmer seid meine Diener, wir spucken auf euch. Ihre Köpfe abzuschlagen, so ein Krüppel, so ein Schwächling, schlagen wir ihm den Schädel ab. Die Skelette halten noch zu mir, ich muss hier weg. Elaine will fliehen, tötet sie. Die darf nicht entkommen, ich muss dich beschützen. Schmort in der Ebene des Blutes. Das Halsband glüht, tötet die Feinde des Meisters. Asgard hat gerade noch gesagt, tausch mal die Skelette gegen Vampire aus. Jetzt ist er wahrscheinlich froh, dass er es nicht getan hat. Das ist die teuflischste Magie. Bevor sie alles mit sich reicht. Wir werden euch ragen, ihr Verräter. Dieses verfluchte Halsband, diese Elras. Ich bin an Asgard gebunden. Hilf mir sofort, ihn zum Sarg zu bringen. Oh je. Das ist, so kommt die Gruppe also zusammen. Das Halsband wird ein Untergang sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Mann, 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 Mann. So kommt die Gruppe also... Hallo, Nyria. Moment, sie weiß von Jaina? Wie schwierig der Wechsel wäre. Moment mal, die wissen... Moment, sie weiß das, Jaina? Der Plan hat funktioniert. Dank der Elras sind Elaine, Aske nur noch ein Schatten. Das war tatsächlich geplant. Was? Was? Weißt du überhaupt, was wir da erschaffen? Was für eine dumme Frage. Mach dir keine, geht alles unter Kontrolle. Als seine beherrschten Vampire sich gegen ihn gewandt haben. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Das Gerät. Sie weiß also von Jaina das alles. Sie wird von Jaina manipuliert, wie damals Jaina von Asgard. Diese Welt lässt sich nur noch retten, wenn wir alle Vampire vernichten. Valna, Asgard und Elaine mit dazu. Aber der Preis, den wir zahlen müssen, ist hoch. Gegen meinen Willen zum Vampir gemacht, konnte mich ein verdammter Schattengeist verwenden. Wohin hat das geführt? Neue Bündnisse, die sie für immer und als undenkbar hielten. Weiterhin zusammen den Plan verfolgen. Vergangenes ist vergangen. Mich endlich wieder zu beleben. Ich war ein Vampir der Zweiten. Letzten Jahrzehnten so gut wie möglich perfektioniert. Blutgeist kann ich fast überall sein. Oh Mann. Meine Rache, wir werden alle Vampire vernichten. Wir müssen uns beeilen. Nicht mehr viel übrig, wir brauchen diese Steintafel. Und das Buch. Genau den Zweck erfüllt, den ich im Sinn hatte. Mann, Mann, wir sollten die Vampire nicht unterschätzen. Ein Haufen von Soldaten zu führen, eine Frau in der Welt, die von Männern dominiert wird. Nyria müsste wirklich ganz schön viel mitmachen im Zweier als Frau.
Menschenhoffnung, gemeinsamer Feind. Erzählt ihr mal immer weiter, diese Narren werden dir in die Zukunft folgen. Ein neuer Kreuzzug. Initiiert von Jaina, geleitet von Nyria. Mann, Mann, Mann. Meine Armee, vielen Dörfern verschwinden viele Frauen. Ich muss wissen, was dahinter steckt. Davon habe ich auch schon gehört. Wer weiß, wer weiß. Nasfan steckt der Vampir, aus dem Frauenschreie kam. Kürzlich meine Truppe und werde dort angreifen. Moment mal, von welchem Versteck redet die denn? Na schön, ich besorge dir das Buch wieder mal und dann kümmere ich mich um das Vampirversteck. Ist nicht schwer versteckt, wenn man es suchen muss. Einige Zeit Elaine heimlich folgen das Versteck. Eingang ihre Geheimkammer, da hat sie das Buch. Keine Ahnung von meinen Schmerzen, sprich nicht so einfach Unsinn. Sehr gut. Oh oh, Jaina, oh oh, wenn die wieder unter den Lebenden wandelt, beziehungsweise mehr oder weniger. Nimm lieber noch ein paar Soldaten mit. Darf ich sie jetzt kontrollieren? Ein paar Soldaten mitnehmen? Ich weiß ja nicht. Ja, wenn ich bald keine Frauen in der Armee habe, darum kümmern, sobald ich das Buch habe. Nach unten gehen einige Soldaten aussuchen, mit denen ich das Buch der Elras wiederhole. Tatsächlich, Nyria. Mann, 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 Mann. Ein einfaches Moor, die arme Nyria. Level 80er Equipment, aber ein Level 1er Schwert. Alle ihre Werte total hoch, aber der Angriff voll niedrig. Tja, ja, Blutreinigung heilt alle Verbündeten von allen negativen Zuständen. Schade, sie hat ihren Messerwurf nicht mehr. Den fand ich eigentlich ziemlich cool. Chance auf sofortigen Tod, auch wenn es nicht so häufig funktioniert hat. Mann, 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 ey, das war harter Tobak. So sind Elaine und Asuka also wieder zusammen, das wird Selene gar nicht gefallen. Das wird Selene überhaupt nicht gefallen. Da wären wir, meine Lieben, Nyria an unserer Seite, Mann, Mann, Mann. Puh, Burg Hora, na, die erinnere ich mich auch noch. Wir warten auf eure Befehle. Ins Erdgeschoss meinen Trupp zusammenstellen, dann habt mal eine gute Reise. Machen wir Sorgen wegen der verschwundenen Frauen. Wir werden schon herausfinden, wer dahinter steckt. Alle wachsam bleiben, natürlich nur hier. Lage ist soweit ruhig hier in Ordnung. Haltet die Augen offen. Wir bleiben stets aufmerksam. Als ob euch das was bringen würde. Keine Vampir-Aktivitäten in der Nähe. Die können jederzeit auftauchen. Blick auf den Horizont. Ach, Nyria. Ach, Nyria. Guck an, das ist mit dem Herzchenkissen. Moa, Nyria, moa. Das ist mit Sicherheit ihr Bett. Hätte ich gar nicht von ihr gedacht. Ich finde hier überhaupt nichts. Los, Loot, 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 Loot. Moment, war Burg Horan nicht auch die mit dem Geheimgang direkt hier? Der war sehr schwer zu finden. Viele Leute wissen gar nicht, dass genau an der Stelle, ich weiß nicht, ob es Burg Horan war, ich glaube aber schon, dass genau an der Stelle ein Geheimgang war. Den hat man nur rausgefunden, wenn man am Schluss Nyria theoretischerweise, als sie da angebunden war, am Schluss bei dem Endkampf gegen ihr wisst schon wen, wenn man sie, ich glaube, man musste sie da stehen lassen. Ich weiß nicht, ob man den Hinweis auf diese geheime Kammer noch gekriegt hat, wenn man sie befreit hat, was ja eigentlich der logische Schritt ist. Ich trinke keinen, daher wenig interessant für mich. Ja, Nyria, das kann ich dir nachvollziehen. Ich trinke auch keinen Wein. Ich bin mehr so der Biertrinker. Glaube ich. Also an dieses Geheimnis da hinten ranzukommen, war gar nicht so einfach. Ich habe lange Zeit gar nicht gewusst, dass es dieses Geheimding da hinten gibt. Ich guck gleich nochmal, ob der Raum noch da ist. Vampire, das Gesamtkompendium, absolutes Standardwerk. Halt mal mein Messer, gemeine Tricks von Meuchelmörder. Ich hasse Meuchelmörder. Ja.
Weiß nicht, so messerwerfende, sofort tötende Frauen haben irgendwie auch was von Meuchelmördern, oder? Tod ist besser als halbtot. Der letzte Schlag ist wichtig. Da ist was Wahres dran. Man muss auf Nummer sicher gehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Zombieland gesehen habt, aber da hat er auch gesagt, doppelt genäht hält besser. Also wenn du denkst, er ist tot, lieber nochmal reinschießen. Kriegstaktik für Anfänger. Gutes Buch und Neuling sollte man mal gelesen haben. Sieg Vincent Waynards über die Vampire. Ja. Der Dolch ist das Schwert des kleinen Mannes, wie man Kinder richtig bewaffnet. Boah. Bogendolchschwert, richtige Waffe für den richtigen Anlass, wenn man das lesen müsste. Fleischeslust oder Fleischesfrust, Soldaten und ihre Bedürfnisse. Was macht denn so ein Buch hier? Als ob Nyria das noch nicht gewohnt ist. Oh, wie sie immer angemacht worden ist von den ganzen Leuten in Thürich. Fürchterlich. Oh, jetzt nachdem Jaina weg ist, muss ich mich ja an dich ranwerfen. Schlimm. Moment, war ich da unten schon drin? Ja. Die eine Wache, da kann es gar nicht erwarten. Die will sofort loslegen. Wahrscheinlich ist das eine, die ich mit in die Gruppe nehme. Wobei, das glaube ich nicht. Ich muss da jetzt nicht rein, okay. Da war, glaube ich, eventuell der Raum drin. Ich weiß nicht, ob das Horan war. Da war, glaube ich, der Raum mit der Truhe drin, wo der Schlüssel drin war für die Truhe im Tempelgebirge. Glaube ich. Wie viele? 6 Soldaten? Was? 6? Nyria zu begleiten. Wähle nach Bauchgefühl. Die einzelnen Personen haben unterschiedliche versteckte Stärkewerte. Ach was. Bis zu 6 Stück. Tja, da werden wir. Wir werden uns diese 6 Leute aussuchen, meine Lieben. Ja, kann's auch schon gar nicht mehr erwarten, oder? Wir werden uns diese 6 Leute aussuchen. Ich glaube, ich speichere hier mal ab. Und wir werden uns dann in der nächsten Runde wiedersehen. 8, 20, 7, 42, 6, irgendwas. Das kann ich mal wieder überspeichern. So, meine Lieben. Nyrias Reise beginnt hier. Wir werden dabei sein. Gucken wir mal, wen sie mitnimmt. Mal schauen. Ich gehe ganz nach Gefühl. Wenn ich raten müsste, wenn es weibliche Soldatinnen da unten gibt, was ich jetzt nicht glaube, weil Nyria ja auch schon sagt, hier hat mit Frauen ist hier irgendwie Essig in der Armee, dann wird es wahrscheinlich keine geben. Ich nehme irgendwelche Leute mit und dann gucken wir mal, wo sie angreifen. Das nächste Mal. Liebe Leute, bis zu diesem nächsten Mal.